Guten Morgen. Tada. So, guten Morgen, liebe Leute. 7.12 Uhr, viel zu spät, eine Viertelstunde zu spät, fahren wir los. Letztlich, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Jetzt bin ich im Laden. Hab schon ein bisschen Müll rausgebracht, habt ihr gesehen. Und dann gestern habe ich das Video von Thorsten hochgeladen. Finde ich gut, dass er alles so schön schreibt. Da freut er sich auf alle Fälle. Und ob er ein Rad verkaufen will, wurde gefragt. Das kann ich ihn gerne fragen. Ich glaube eben, das Dino, das schwarze Dino, ist zu verkaufen. Er wird ja auch Vater. Ich meine, das ist ja nicht mehr lang und dann braucht er auch ein bisschen Geld, ne? So, was gibt's noch zu sagen? Gestern waren wir was essen, wie immer, und danach sind wir faul zu Hause gewesen. Ganz einfach. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich habe das Video, wie gesagt, so ein bisschen geschnitten und hochgeladen. Drei Filme haben wir geguckt hintereinander. Voll der Filmmarathon. Drei Filme. Drei gute Filme. Zwar war das Die Nacht vor der Hochzeit. So die Philadelphia Story. Also mit Cary Grant und James Stewart. Also total geiler Film, ist genau mein Ding. Ja, finde ich total geil, diese Filme. Und Cary Grant finde ich phänomenal gut. So, dann haben wir Nach der Hochzeit geguckt. Das ist ein dänischer Film mit Mads Mikkelsen. Der ist auch sehr gut. Traurig, aber sehr gut. Und dann haben wir Eine Handvoll Gras geguckt. Ein deutscher Film als drittes. Ich dachte erst, was ist denn das? Und ach, weiß man ja nicht. Und so laut Titel, da dachte ich mir schon, ja, so ein Kifferfilm oder so. Überhaupt nicht. Also der ist echt mal nicht schlecht gemacht mit Oliver Kuritke. Ja. Auch gut gewesen. Einmal sehr leichte Kost und zweimal etwas schwerere Kost. Ja. Das war gestern unser Tag, aber danach haben wir ja Äuglein zugemacht und haben geschlafen. Ganz einfach, total vergammelt den Tag. Es ist ja nicht so schlecht, kann man auch mal machen. Und jetzt thront gerade wieder eine riesen Regenwolke hier über uns. Also weiß ich gar nicht, ob heute unbedingt was passiert hier im Laden. Ich bin halt da, ich habe halt auf, aber mal schauen. Ne? Zu tun gibt es immer genug, ehrlich gesagt. Hier drin ist richtig warm, draußen ist halt richtig kalt. Hier drin ist richtig, richtig warm. Dann sagen sie mal, oh, der Keller ist schön kühl, aber jetzt ist richtig warm hier. It is not the right one. She's hating. Okay. Holen wir mal einen Vertrag raus. Haben möchte. Anatomiestudie. Studienbuch. Doch schon der erste Auftrag. Platter Reifen, wie immer. Nicht gesammelt. Und der kam noch nicht mal mit dem Fahrrad, sondern nur mit dem Rad. Mal war der Racing-Reifen nicht mal der Top-Reifen von denen? Oder habe ich das, oder Fett Albert, oder was war denn das? Warum ist denn hier so eine rote Markierung drauf? Ist das jetzt mittlerweile zum Billigreifen avanciert, ja?
trinken wir das dort. Moin. Moin. Haben wir schon draußen mal? Ja. Ist aber drin, oder? Ja. Ist das schockig. Guck mal, ich mir gönnt heute Morgen. Oh, sieht der lecker aus. Mmh, ist aber eine Mogelpackung. Guck mal hier. Was ist denn das? Scheiße. Oh, hab ich mal eben 3 Pfannkuchen gegessen. Ich gebe aber auch ungesund was. Aber das hat nächsten Monat ein Ende. Nee, warte. Nächsten Monat darf ich noch. Danach der Monat. Na, schlechte Batterien. Was soll man mit schlechten Batterien machen? Batterie. Ja, hast du sowas da? Ja, normal, also nicht die jetzt gerade, der Bremshebel einfach. Ich will so ein bisschen auf sowas wählen hier, so eine Art. Sind Seitenzugbremsen von Mistral, von der Motorbekannte Mistral. Ja. Und habe ich auch mal mitgekriegt, dass die normalen V-Brake-Bremshebel dafür nicht funktionieren. Warum das so weit? Das ist jetzt ein Verschiebung. Weil der Punkt, wo die Zug ansetzt, das ist jetzt ein Verhältnis, ist ein anderes. Haben wir ab der nächsten Minute einen Bremsvorgang? Geht ja nicht, oder? Na, geht schon, aber braucht man erheblich mehr Kraft. Ne? Ah, okay, das war ein bisschen. Hier noch drin. Jetzt habe ich erstmal schon was. Gut, dann rufe ich noch mal Preis auf für die ganze Sache hier, bitte. Ein Zehner. Ein Zehner? Ja. Dann bezahlst du. Ist das zu viel? Nein! Ja, warte mal, nee, Zehner. Ah, guck, fast Speil. Ich wollte gerade sagen, für diese Röhre, wa? Genau. Ja. Gerne. Moin. Hallo. Hallo. Hablamos español. No español. Ah, da momento acá. Vos me la... ¿Cómo se llama? Sí, pero con chair, ¿por qué? With the chair. Sí, chair. Yeah. I think. Yeah. Yes. Okay. Just a minute, ja? Okay. Danke. Ich weiß. One, two. Two. Das ist ja schwierig jetzt. Spanisch kann ich nicht mehr verwenden. Nein, nicht unbedingt. Hab wieder ein bisschen verlernt. Ja, ich kann es auch nicht. So, you have to fill. Ach Mensch. Oh, wie ist hier? Tommy schnieft und schnapft und schnupft. Ja, ein paar Züge verkauft, dann ist extra hierher gekommen. Das ist aber lieb, ey. Ach Mensch, wa? Treue Fans. Schön.
macht man, wenn die Gabellager-Steuersatzschalen im Gabelrohr keinen Halt haben? Da könnte man nur ein bisschen Material aufbringen, also ein bisschen was auflöten und das dann tatsächlich so einpressen. Wurde früher mit Sicherheit so gemacht. Hi. Moin, moin. Mit absoluter Sicherheit wurde das früher so gemacht. Da wurde so ein Rahmen nicht weggeschmissen oder so. Da wurde nicht genommen, wurde restauriert, gerettet und dann war ich. Das ist mir zu wenig. Na, ich hol mal einen Laptop. Jetzt halt zu tun. Oh, ist alles nicht so schlimm. Ich will es ja nicht wissen. Ich weiß, was passiert ist. Oh. Hab zu tun. Wie weit du machst das nicht mehr lange? Mit dem Hunger. Wieso? Weil er was kein Fast macht mehr. Was da hingehen und kaufen machst du nicht mehr lange oder was? Nee. Gibt ja nichts mehr. Und Schrott brauche ich mir nicht so zu legen. Den Schrott haben wir alle noch was. Ja. Haha, die kannst du aber laut sagen. Den Schrott haben wir alle. Ja. Hallo. Sehe ich ja auch zu lohnen. Brauchen wir zum Fuß gehen. Ja. Ach, für liebe Zeit. Ja, klar. Ja, irgendwann haben wir es probiert. Ich habe die Straße hinten auch nicht. Dass du schon spionieren gehst? Ja, irgendwie. Ah. Ja, ich kenne sie ja nur schon 20 Jahre. Dann sieh dich auch. So, dann gucke ich. Dann gucke ich, ob er die Herr da ist, wenn ich da fest. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Platztechnisch. Aber er hat ja einen Platz, hört er ein paar, kann er auch versaufen. Die versaufen das ja auch, der verkauft das ja. Der kauft das ja, dann bietet der Laden an. Na, meine also. Und darum geht es ihm. Kann er ja haben. Also, dann kannst du schleppen. Schleppen ja, klar, durch 200 Euro. Ich hier 50 Cent nur 1 Euro. Okay, man sieht sich, man hört sich. Ja, spätestens Ende der Woche, wenn jetzt irgendwas nicht passiert, sehen wir uns dann wieder. Okay, alles klar. Gut, machen wir los. Dude. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Da liegt irgendwas im Wasser. Ja, Tarotkarten kannst du kaufen von mir, lesbischen Frauenkalender zum Beispiel. Also der Kalender ist nicht lesbisch, aber so. So was habe ich. Nicht andere. Ja. Es schrappte. Was ist das denn? Was gibt es denn hier zu essen? Nudeln heute oder was ist das für komisches Besteck? Sushi. Sushi? Japan. Japan? Oh, es ging mal was hier. Oh. Der Mika, so. Nimm mal einen Stift zur Hand. Der Mika zeigt euch jetzt. Ein Foto. Wie man eine Shimano Ratatouille repariert. Mika hat auch sein eigenes Studio hier. Das ist die Studiobeleuchtung. Ja, Mama. Die machen wir leer an. Ich brauche noch so ein Monokel, so ein dickes. Monokele. Monokelach. Jetzt wird er weggestrahlt hier mit der Lampe. Mal sehen, wie hell das gleich wird, die Ecke hier. Der Mika repariert sein Dingenskirchen. Gucken wir einfach mal zu. Was der hier macht. Hat sowieso keine Ahnung von nichts, aber. Und genau darum geht's. Ist das eine sehr mutige Angelegenheit von mir. So, Mika.
The stage is yours. Wo ist denn jetzt das Licht, bitte? Ist das das Licht? Es kommt. Das kommt noch mehr? Ja, natürlich. Es lebt, guck. Ah ja, guck mal, ja, stimmt. Jetzt geht's ab. Wird. Voll das Kunstlicht. Ist so wie diese THX-Geschichte. Also. Oh, dann glitzert alles so. Das kann man gar nicht gut arbeiten. Das sieht dann alles schon sauber aus, ne? Hier, mit diesem T-Shirt habe ich die Handballmeisterschaft verkackt. Nee, war ich ja gar nicht. Ich war ja nur im Schach. Der Liga muss jetzt nachsitzen, 2 Stunden. Oh. Das sieht das aus. Und dieses schöne Plastik, das reinige ich dann mit einer Plastikpolitur. Die muss ich mir dann nachher. Kunststoffreiniger. Dann muss ich die ja nachher auch noch holen. Einer Kunststoffpolitur. Kunststoffpolitur. Also erst Reiniger und dann Politur. Ja, natürlich. Ansonsten reinigst du ja mit dem Dreck. Polierst du ja mit Dreck. Das ist ja nicht gut. Naja, man kann das ja vorher mechanisch einfach den Dreck wegmachen. Ne? Immer ordentlich putzen mit einem sauberen Tuch. Also polieren darfst du. Da brauchen wir doch auch nicht so einen Quatsch. Oh, die feine Zahnbürste habe ich wieder vergessen. Hast du die noch? Die feine Bürste. Zahnbürste zum Arbeit. Ich reiche mal die Bürste rein. Hier. Oh. Die Best. The Best steht drauf, genau. Ja. Dr. Pest. Verstellen, ob das überhaupt sein muss für ihn. Eigentlich muss es nicht sein. Nee. Also setz dich mal drauf, Arno. Das wird doch ganz schön groß, ne? Ja. Das. Mika, nur 4 Stunden. Ja. Gut, oder? Ich finde, das lief heute viel fluffiger als beim ersten Mal. Naja, du hast ja auch eine schillige Ecke ausgesucht. Der Kollege hat es auch, nur 1 Stunde. Rekord. Glatter Reifen. Ich habe jetzt oben glatte Reifen hier. Das ist ja fein. Feiner als fein geht der nicht. Vor allem ist es in Barrenform ja auch handelsfähig durchaus. Ja, ja. Allerdings mit der Macke hier eben. Nicht, dass hier jemand noch probiert hat. Ist das wirklich Gold? Da hat er jemand drin die Feile schon. Du meinst, die Bank würde sagen, nee, das machen wir nicht, oder? Die Bank kaufen das an. Sparkasse macht das im Moment nicht. Ja? Ja, so gestaucht, ne? Wie wird das hier so runtergehen, ne? Ja. Wie's. Naja, du weißt nicht, dass die Barren sind nicht gut verarbeitet. Also es ist kein Juwelierstück. Ja, ja, das ist einfach nur, um es handelsfähig zu machen, transportfähig. Ja. So. Dubai. Nimm hier mit. Ah, kauf mir diese Stadt. Ich bin in 2 Monate. Ja. Und kaum ist meine Tochter von der Schule wieder zu Hause, muss sie ran. Ja. Nach oben. Ich hab gleich noch einen Schaller bekommen, wo sie so spät kommt. Hi. Vorsicht, Finger, immer aufpassen. Ich glaube, ich sollte das ein bisschen. Du brauchst einen Imbusschlüssel. Ja, glaube ich schon. Jawohl. Perfekt. Achtung! Hältst du das Rad fest? Das Rad? Ja. Krieg ich es nicht hin. Ist so glatt. So. Wunderbar. Einmal für uns. Cool. Danke dir. Alles klar. Tschüssi. Ciao.
wollen die Schlüssel erstmal wegpacken, dann nehmen wir weit vor den Sachen. Wir brauchen einen Reifen, wir brauchen ein Wasser, wir brauchen Wir brauchen den Schlauch, wo die Kamera drauf steht, wir brauchen einen Reifenheber. Zwei so, ja. Tack. Soll ich das auch mal versuchen abzumachen? Willst du den Reifen rausnehmen, den Schlauch? Ja. Genau, jetzt machen wir so. Den hier rüber. Jawohl. Und raus. Jawohl. Genau, jetzt das komplett runter. Gitti-git. Überprüfen wir jetzt auf. Der Reifen auch gesund ist. Ob der Reifen auch gesund ist, ganz genau. Ne? Da ist er nicht ganz gesund. Ja. Da auch nicht, richtig. Und da steckt sogar noch was drin. Zack, draußen. Ein Glas. Hier ist alles raus. Ja, da sind wir wieder. Sehr gut. Dann brauchen wir einen Schlauch. So, allerdings ist das der falsche Schlauch. Habe ich nicht gerade gesehen. Mit etwas Geschick. Geschick. Geschnick, Geschnick. Wunderbar, oh la la. Frankreich ist wieder da. Nicht? Nein. Du kannst dir gerne mal Schläuche mitnehmen, die schon draußen hängen. Aber nicht, falls nämlich ein Kunde dann noch zu mir sagt, mein alten Schlauch bitte mitnehmen. Also solange wie das nicht abgeholt ist. Ja, ja, dann bleibt es hier natürlich. Erstmal hier hoch. Also, ich finde es auch schwach. Die meisten nehmen es nicht mit. Aber genau in solchen Momenten kommt dann einer. Wir ziehen es ab. Genau. Dann fahre ich heime und genieße meine Bremse. Aber unwahr. Haltet aus der Hand, ey. Was ist mit dir los? Naja, nimmt die Dinger in die Hand. Nein! Also, ja. So! Ich weiß trotzdem nicht, einfach Silbergabelproblem so und rein! Hier! Kämpfe! Los! Kämpfe! Weiter! Weiter, weiter, weiter! Komm! Ja! Genau! Genau. Weil hier ist das Kabel und so rum, da ist ja kein Kabel, deswegen geht es ja nicht. Richtig, also so rum. Sind wir ja gebunden, ne? Kannst du das Geld machen wir gleich. Ist fest. Okay, dann kontrollieren wir das nochmal, ne? Auch okay, deswegen muss man natürlich kontrollieren. Diese Mutterlose und da wollte ich fragen, ob du vielleicht zufällig sowas zum Schrauben hast. Luki, haben wir zufällig sowas zum Schrauben für vorne, diese Mutterlose? Welche denn? So, meine kranke Tochter und ich verabschieden sich jetzt von euch auf alle Fälle. Es war. Und wir gehen auch Pizza essen. Meine Tochter geht Pizza essen. Ich? Nicht. Also wir holen jetzt erstmal eine Pizza auf. Und du isst einen Döner. Genau, und ich werde mir einen Döner holen oder sowas. Weil vier. Mama geht's nicht sehr gut. Sie liegt irgendwie flach, ne? Ja, sie liegt im Bett und ist gerade nur mal gucken, so. Weil sie guckt einen Film. Ja, ja, also natürlich. Musst also, du ein. Frauchen musst, schläft sozusagen. Dann musst du drei Döner holen. Dünner. Auf alle Fälle. Wollte ich eigentlich nur sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir gehen jetzt noch schnell was zu essen kaufen. Heute war nicht sehr viel los.
Der Mika hat gebaut, die Anouk hat gebaut. Das Video zeigen wir euch aber, denn wenn es geschnitten ist, das muss ich wirklich stark schneiden, muss ich das, zeige ich das auf ihrem Kanal, kommt das. Und mit einem kleinen Hinweis auf meinem Kanal, denn wenn es veröffentlicht wird, sage ich dann nochmal Bescheid. Und dann müsst ihr alle klicken und alle gucken und meinetwegen 3-4 Mal anklicken und so. Ja, wie auch immer, auf alle Fälle immer Daumen nach oben nennen und so. Ja, abonnieren. Ja, genau. Was guckst du so? Einfach nur so. Gut, und dann sehen wir uns morgen wieder und vielleicht passiert morgen da was Aufregendes. Wir schauen mal. Wir werden mal sehen. Also bis dann, macht es gut. Ciao und gute Nacht, sagt Tommy. Und? Gute Nacht, sagt auch Anouk. Gute Nacht, sagt auch Anouk. Schön. Bis dann. Ciao. Tschüss.